Leon Mascher hat ein Video hochgeladen. Überraschend mit Lamborghini, mit Apo Red. Mal schauen, ob die, also ob Leon Mascher und Apo Red auch mal vielleicht das Gewinnspiel auflösen, wo die zur Schule machen. Das wäre natürlich mal eine ganz feine Situation. Sogar eine ganz, ganz feine Sache. Aber so an sich, ne, gerade mal 60, nicht mal 60.000 Aufrufe an einem Tag, das ist schon ziemlich, ziemlich wenig. Ja, also, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt schon online? Ist das schon ein paar Stunden online, oder? Acht Stunden, das ist ja fast, also das ist ja echt mega schwach. Das ist ja wirklich ganz, ganz schwach. Fast so wie Alpha Kevin. Nach all den Jahren wird das Gewinnspiel endlich aufgelöst. Jawolle! Ach, Alter, die haben den gerade die Jahre genommen, schon ganz am Anfang. Nach all den Jahren wird das Gewinnspiel. Achtet jetzt mal auf den Jungen, wie der anstoßen will mit seinem, was war denn das? 7-Up oder so? Spiel endlich aufgelöst. Jawohl. Ja, hier, nee, Sprite. Hier, der wollte mit anstoßen. Ja. Alter, der wollte halt eigentlich noch nachziehen, weißt du? Ganz schwierige Sache für den Jungen. Hier, er wollte noch mit Apo Red anstoßen danach. Gut. Dann, ja, hops genommen, würde ich sagen. Mich haben voll viele angeschrieben, dass Leon Mascher mich angeblich bezahlt hätte. Oh. Ey, er fühlt, Bruder! Oh, oh, hey! Hey, ich höre, Bruder, ich feier das. So Leute, ganz wichtig, guckt euch das Video bis zum Ende an, denn da zeige ich, wie angekündigt, die zwei, die ich im letzten Video verplant habe. Einmal der Lambo-Gewinner und einmal das mit der Schule mit Apo Red und mir. Das konnten wir leider nicht machen, wegen Corona konnten wir nicht zu seiner Schule. Deswegen sind wir zu den Fan nach Hannover gefahren. Guckt das Video bitte bis zum Ende, das wird geil und am Ende gibt es nochmal ein geiles Gewinn. Na, ich bin ja ganz gespannt, ob Mimi wieder rausfindet, wer die eigentlich sind und ob das wirklich echt ist, was da passiert ist. Ich will für euch, Leute. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Leon Mascher am Start. Heute mal wieder zu einem guten Video. Diesmal kein Beef, Digga. Scheiß auf Beef. Richtiger Content, guter Content. Heute gehen wir auf die Straßen von Hamburg und fragen die Leute, wie die meinen neuen Song finden. Es ist wieder an der Zeit, einen richtig geilen Sommersong zu droppen. Diesen Freitag, von Donnerstag auf Freitag, kommt mein neuer Song. Venezuela, ein richtig geiler Sommersong. Sonntag um 11 Uhr morgens kommt das Musikvideo auf meinen YouTube-Kanal. Na, am Anfang war doch, nee, das war Dings. Das war, oh, eben, man verwechselt mittlerweile schon die Tracks. Was war sein Sommersong, wo das so viele Klicks gemacht hat? 80 Millionen oder so? Copacabana, genau. Copacabana. Copacabana. Ja, und das andere, das war Pietro Lombardi, stimmt. Ja, der, also ich finde, die unterscheiden sich mittlerweile schon gar nicht mehr, was so die Sommersongs angeht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus auf die Straßen und fragen die Leute, wie die den neuen Song finden. Und bevor das Ganze losgeht, werde ich erstmal ein kleines Gewinnspiel ein. So, Freunde, jetzt kommen wir direkt mal zum Gewinnspiel. Ihr müsst euch den Song ganz einfach auf iTunes holen. Was? Das ist wieder das nächste. Er macht wieder ein Gewinnspiel. Was ihr gewinnen könnt, ist das iPhone SE 2, das neue. Dann die AirPods zweite Generation. Zweimal Google Play Gutscheine, A25 €. Zweimal iTunes Gutscheine, A25 €. Und zweimal Gutscheinkarten im Wert von je 50 € von Amazon. Was ihr davon tun müsst, ist, ihr müsst euch meinen Song einfach auf iTunes kaufen und mir ein Screenshot auf Instagram schicken. Er macht gerade das gleiche Placement fast. Oder nee, nicht Placement, das gleiche Gewinnspiel, was er damals gemacht hat, was er auch nie aufgelöst hat. Also der Typ, ne, ist für mich einfach ein reinstes Meme. Also mittlerweile wirklich ein reinstes Meme. Jetzt macht er wieder genau das gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass es diesmal auflöst, aber er macht wieder genau das gleiche. Dann such dir doch mal was anderes, probier doch mal was anderes zu machen. Alter, es ist so lost, wirklich. Das ist so. Es ist halt einfach Leon Mascher und ich komme nicht drauf klar, wie man so sein kann. Nils auch am Moin. Es ist schwierig. Guck ganz mal. Einfach. Das Gewinnspiel wird am Sonntag, den 14.06. auf Instagram live ausgelost. Ihr könnt da alle mitmachen. Ihr müsst mir nur ein Screenshot schicken auf Instagram, wie ich den Song Venezuela auf iTunes gekauft habe. Link ist in der Infobox. Leute, ganz, ganz wichtig. iTunes hat momentan Probleme. Die können den Link nicht richtig zuordnen, weil die wieso auch immer alles auf Apple Music weiter. Ja, stimmt. Warte mal ganz kurz. Warte, bevor das jetzt kommt. Pass mal auf. Adcraft schreibt gerade was Sinnvolles, wo ich mir so denke, ja, eigentlich logisch. Also check ich auch nicht. Wenn man den Song auf iTunes kaufen muss, warum verlost er dann auch Google Play Karten? Ich check's auch nicht. Warum nicht einfach iTunes Karten? Ich meine, wenn das auf Apple ist, hä? Ja gut, ich meine,
ist die Logik vorhanden? Na gut, also bei Leo Mascher ist generell keine Logik vorhanden. Zumindest ist es so aus meiner Sicht mittlerweile so. Na gut, alles klar. Auf iTunes gekauft. Link ist in der Infobox. Leute, ganz, ganz wichtig. iTunes hat momentan Probleme. Die Kollege, können den Link nicht richtig zuordnen, weil die wieso auch immer alles auf Apple Music weiterleiten. Wenn ihr iTunes-User seid, dann müsst ihr den Namen Leo Mascher Venezuela eingeben oder Leon Venezuela. Dann wird euch das eingeblendet und dann könnt ihr direkt auch den Song kaufen. Am PC ist es... Kolemi habe ich übrigens auch vermisst. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ja, muss ich auch sagen, ganz wichtig, Leo Mascher abchecken. Das ist immer das Wichtigste. Ist noch einfacher, dann findet ihr den Song direkt. Und das alles könnt ihr dazu gewinnen. Also, es lohnt sich. Viel Spaß bei dem Video, Freunde. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Venezuela, ihr kennt meine Musik, Digga. Wir gehen jetzt raus und fragen die Leute, wie die meinen neuen Song finden, Digga. Let's go. Sag deine Meinung ehrlich, wie du es findest, ja? Ja, ich bin ehrlich. Immer ganz wichtig. Ich bin aber komplett ehrlich, ne? Okay, ja, sag ehrlich, Bruder, ehrlich. Woche bis. Das ist, also ich finde das, sorry, aber. Also ich finde, ein Video oder das hier, was er gerade macht, ergibt doch erst dann Sinn, wenn dieser Track schon veröffentlicht wurde und man dann die Reaktion darauf sieht und die Leute sagen können, ob die es nice fanden, weil so wissen wir gar nicht, ob dieser Track überhaupt gut ist. Wir können doch gar nicht mitentscheiden. Jetzt hören die sich irgendwas an, wir hören bloß einen Beat und es bringt gar nichts. Also ich hab das ist ja, ich finde das Prinzip, dieses Video so zu machen, komplett los. Das bist doch nicht du. Digga, it's me, Bro. Was laberst du? Der gibt richtig, Digga. Der gibt schon, ne? Der killt, ne? Alter. Das ist also richtige Musik. Nee, hör auf, Mann. Okay, kommen wir jetzt zu meinem Versprechen. Okay, let's go. Was geht ab, Leute? Leo Mascher hier heute wieder am Start. Heute lösen wir das legendäre Gewinnspiel auf mit... Apo RED, der Tankrad. Guten Morgen, der allerechte. Allein wie der. Wie so ein Überpromi so. Es ist. Mir tut das weh. Mir tut das wirklich weh. Es ist. Moin. Machen wir jetzt einfach das Gewinnspiel. Jetzt geht's los. Wir fahren zu den Zuschauern. Jetzt geht bei mir wieder. Jetzt geht bei mir nur noch rechts der Sound. Zuschauern, wir haben die auf Instagram rausgesucht. Könnte amazing werden, würde ich sagen. Aber ey, nicht so viel brettern, okay? So, Freunde, wir sind jetzt nach mega langer Fahrt jetzt angekommen. Stay safe, Leute. Was geht ab? Corona, ein bisschen aufgeregt, ne? Ja. Dachte, was geht ab? Hä, die Jungs kommen jetzt wirklich vorbei. Ich dachte, der ist verarschen. Echt? Ey, ganz ehrlich, also in welcher Generation leben wir eigentlich, dass man mit denen ein Bild macht, weil die cool sind? Also von mir aus, ne, kann Leon Mascher vor mir stehen, ich möchte kein Bild mit dem, weil ich mir so denke, das ist so ein, wirklich, der hat so viel dummes Zeug auch gemacht, der ist so ein Meme. Und nur weil der viel Reichweite hat, heißt das auch lange nicht, dass ich mit dem irgendwie ein Bild will, aber irgendwie... Die Leute denken, nur weil da eine Zahl irgendwo bei dem vorhanden ist, eine große Zahl, weil er ein großer Influencer ist, heißt das gleich, dass man mit dem ein Bild machen muss. Ach, schwierig. Mich haben voll viele angeschrieben, dass Leon Mascher mich angeblich bezahlt hat. Ist heftig, ne? Nein. Doch, ich schwöre. Aber habe ich dich auch bezahlt? Ja, wahrscheinlich. Ich erinnere mich so ein bisschen an Walking Dead, aber... Das war eine Werbung für den Ehrenmann hier. Moment! Erstmal für dicke Umsätze heute sorgen, weil jetzt wird hier erstmal dick eingekauft. Ne? Baba, Schafskäse, Meta. Kann man sich hier ein Leben so langfristig vorstellen oder ehrlich? Ich glaube nicht. Jawohl! Hast du auch bei Red bedankt, dass er bezahlt hat? Danke. Dankeschön, Red. Armin, was willst du, Digga? McFlurry. McFlurry willst du? Mit Schoko. Boah, er geht komplett auf den ganzen Hasen. Er geht komplett all in. Wie hat dir der Tag bisher gefallen? Ich fand's ganz okay, also... Hier, Digga, ich fand's ganz okay. Das sind die geilsten Jungs, die haben noch nie so coole Jungs kennengelernt. Der Tag war richtig schön, die Typen sind einwandfrei. Das war ich grüß dich. Razorheads sind echt Müll. Nee, muss ich jetzt sagen, also ich habe die jetzt schon mittlerweile seit 7 Jahren oder seit 6 Jahren. Ich hatte eigentlich nie Probleme. Also ich hatte bisher auch erst 2 solche Kopfhörer. Die einen Kopfhörer, die sind bloß schon ein bisschen alt, deswegen hatte ich mir jetzt neue geholt oder mir vor 2 Jahren neue geholt. Und auch so, da hatte ich nie Probleme, aber jetzt gerade eben, es wechselt immer mal den Sound nur noch auf rechts, das kotzt mich ein bisschen an.
Die sind so lustig und schön. Geil, ich ne? Ich nicht damit gerechnet. Sag mal ehrlich, Digga, hinter der Kamera, vor der Kamera, wie waren wir so drauf? Ich weiß, ich kann es. Eigentlich gleich. Manchmal sind wir ein bisschen extrem in unseren Videos. Ja. Also gerade krass, früher waren wir sehr extrem. Ja, ja, Digga. Ja, ja. Bei 100.000 Likes. Sorry, Ace, ich kann es mir wirklich nicht geben. Ne? Das ist auch. Das ist nicht böse gemeint oder so, aber ich kann mir die Scheiße nicht geben, weil. Leon Masch, ich weiß nicht, erstens kann ich dem nicht glauben, bei dem, was der sagt. Ich fühle den zu 0,000% ein ApoRed genauso, die kann ich beide. Die sind auf YouTube, finde ich, einfach nur Lachnummern. Und ich weiß auch nicht, die sind für mich so unauthentisch. Da komme ich nicht drauf klar und dementsprechend schaue ich die auch nicht. Ne? Deswegen habe ich da gerade auch gar keinen Belang mehr, jetzt hier weiterzuschauen. Ganz schwierig. RTL möchte seinen Schauspieler zurück. Ja, dann ist wahrscheinlich Leon Mascher demnächst wieder bei RTL am Start. Was wahrscheinlich auch das Beste wäre. Gibt es eigentlich einen Beweis, dass es nicht fake ist? Für 50 Euro hätte ich das besser geschauspielert. Ja, ist immer schwierig, ne? Peter München, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ey, das wirkt so, ich will hier weg. Ja, aber ich glaube, der hat das auch mit Absicht so lustlos gesagt. Ich weiß auch nicht warum, aber so kam es mir zumindest drüber.